Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Come Deliverance. Mein Name ist Yami Tobisan und ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Projekt. Da liegt Hans. Herr Carpon. Wir warten jetzt noch ein bisschen auf den Sonnenaufgang. Lass uns mal so 4... Und dann können wir weitermachen. Wir haben gerade Sonntag. Ich habe es die letzte Zeit nicht geschafft zu streamen, weil so viel dazwischen gekommen ist. Ich werde es aber so machen. Am Freitag habe ich noch 2 Termine. Recht wichtige. Und sobald ich alles geregelt habe, werden wir dann sofort anfangen zu streamen. Deswegen, also, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen warten, weil ich noch ein paar Sachen erledigen muss, bevor es weitergehen kann. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann sind wir sofort wieder live. Dann gibt es auch noch eine Änderung. Und ja. Ist halt noch recht dunkel. Herr, aufwachen. Zeit aufzubrechen. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Sonne, du Tölpel! Soll ich mir etwa im Stockdunkeln den Hals brechen? Schlaf weiter, verflucht. Mach's gut. Okay. Nein, kann man nicht. Ich dachte, ich versuche das mal. Einfach um abzuklären, ob das funktioniert oder nicht. Ich fand, es war unsere Verpflichtung nachzuschauen. Jetzt warten wir, dass er von sich aus aufwacht. Ist ja furchtbar. Hier kochen wir eine Karotte. Wir haben erhalten gekochte Karotte. Nom 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 nom. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was rausputzen und verkaufen und alles. Aber erstmal bleiben wir natürlich. Warten darauf, dass der Hans dann mal aufsteht. Bei den ersten Sonnenstrahlen ist fast taghell und der sagt, ja, leg dich wieder hin. Und gleich sagt er, ja, hör mal, das ist viel zu spät. Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Ach, wirklich? Ein solch namenhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Oh, keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt.
Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat. Selbstverständlich, Herr Hans. Ha, bald wird dir das Lachen schon noch vergehen. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Herr Carpon? Also, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe deinen Bogen von dir gewonnen. Also... Ja, deine Plätze braucht auch gar keiner. Echt jetzt? So. Das Gute ist, wir können hier richtig gut leveln können wir hier richtig gut. Bogen umgehen lernen. Echt jetzt? Ach komm schon. Blasphemie! So, Bogen, neue Stufe erreicht. Jagen. Stufenaufstieg. Oh. Also wir müssen auf jeden Fall unsere Stufe steigen. Nein. Nein. Redekunst. Letztes Angebot. Echt jetzt? Ich bin hammerhart überladen.
Wie fies. Ich bin momentan tatsächlich am Überlegen, noch ein paar Projekte zu starten. Und ich bin am Überlegen, welche Projekte ich starten soll. Abgesehen von den Stream-Games natürlich habe ich mich dazu entschieden, storybasierte Games jetzt hauptsächlich für YouTube aufzunehmen. Und andere Games wie zum Beispiel ja, so war das jetzt nicht geplant. Du. So, mein Helm. Das war ja jetzt auch der falsche Pfeil, den ich genommen habe. Schon okay. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschieden, storybasierte Games hauptsächlich auf den YouTube-Kanal zu bringen. Und Games wie zum Beispiel Survival Games, Simulatoren. Alles, wo ich halt zwischendrin gut reden kann. Zu streamen, zu schneiden und dann hochzuladen. Weil ich fühle mich immer so extrem schlecht dabei, wenn ich ein storybasiertes Game spiele, da dann gerade eine Zwischensequenz ist und dann irgendjemand im Chat was schreibt, was dann fühle ich mich der Person im Chat gegenüber Ich möchte gerne direkt auf die Chatnachrichten reagieren. Ich möchte aber auch nicht in Zwischensequenzen, möchte ich nicht darüber labern. Also, wenn man irgendwie versteht, was ich meine. Bei Games, die man jetzt häufiger gespielt hat oder so, da werde ich es dann so machen, dass wir die auch im Stream spielen. Weil die Zwischensequenzen kennt man dann. Und dann macht es weniger aus, finde ich. Wenn man dann redet. Aber deswegen machen wir ganz entspannt, würde ich sagen. Weil das tut ja nicht Not. Ich möchte halt gerne immer direkt auf alles reagieren. Story Games finde ich eine Facecam auch nicht
unbedingt notwendig, weil das im Zweifel dann was verdeckt. Das könnte man vermeiden, wenn man die Facecam auch noch separat aufnimmt und die dann im Schnitt halt dort dann rausnimmt. Aber dafür kenne ich mich zu wenig mit dem Schnitt aus. Boah, das war ja mal voll verzogen. Pfeile habe ich noch. 22. Oh, übel. Ich möchte natürlich auch gerne gegen Herrn Hans gewinnen. Bei der Häschenwette. So, wie sieht das hier aus mit Herrscher? Oder Pokémon oder so. Pokémon kann man natürlich immer streamen. Ich hätte vorher meine Bogenschießkunst ein bisschen leveln sollen am Platz.